weiß nicht, wie lange ihr darauf gewartet habt, aber heute kommt die erste Folge von unserem Musikbot. Bevor das Video beginnt, wollte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass wir einen super coolen Discord haben, bei dem sich alles rund ums Gaming dreht. Dort findet ihr immer coole Mitspieler für eure Games. Außerdem veranstalten wir regelmäßig Events, bei denen ihr sogar echtes Geld gewinnen könnt. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Wenn ihr jetzt neu dabei seid, dann würde ich euch empfehlen, zumindest mal die ersten 2, 3 Videos meiner Tutorial-Reihe zu gucken, damit ihr ungefähr die Grundbasics unseres Bots hier bekommt. Ansonsten wird das gleich alles nicht funktionieren, so wie es funktionieren soll. Und ja, würde ich sagen, fangen wir direkt an, rein in die Materie. Es ist sehr, sehr viel zu tun. Und ja, los geht's. Wir gehen als allererstes wieder auf die JDA-Website. Verlinke ich ja unten, oder müsste sogar verlinkt sein alles. Und da scrollen wir einmal ganz, ganz, ganz weit runter. Am besten tut ihr vorher einmal updaten. Ich meine, es gibt jetzt schon die 4.beta.0.22. Das können wir gleich mal gucken, ob wir da auch die richtige haben. Genau. Das habe ich off-camera upgedatet, also das müsstet ihr einfach mal machen. Es hat sich nichts verändert an dem Bot grundsätzlich. Also ihr müsst dafür nur das neue eintragen, damit wir auf der neuesten Version wieder sind. Und dann klappt alles automatisch. Jetzt müssen wir gucken. Wir hatten hier das rausgenommen, dass wir keine Audio übertragen. Da. Das müssen wir jetzt einmal löschen. Somit können wir schon mal Audio empfangen und senden. Und jetzt gehen wir ein bisschen runter auf der Website und dann gibt es hier Lava Player. Der Lava Player wird ab sofort unser bester Freund. Da klicken wir einmal drauf. Und das ist nämlich eine Audio Player Library für Discord und eben auch mit einer Hook für JDA. Das heißt, es wird uns alles super einfach gemacht. Und ja, wir können hier dann einfach, ihr seht schon, es wird recht viel, das fast 1:1 alles übernehmen, was die uns da vorgeben. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal bei Dependencies unten die Dependency mit übertragen. Das oben haben wir schon. Das heißt, das ist egal. Tun wir einfach hier bei Dependency. Noch bevor Dependencies wieder geschlossen wird. Das rein. So. Ja. Tun wir es einmal speichern. Also nicht wundern, wenn irgendwas nicht geht. Dann habt ihr vergessen zu speichern. Wird Marker jetzt nicht. Ah, klar, ich sollte vielleicht auch die Version reinschreiben. Also x.y.z, da muss die Version rein. Und das ist hier die 1.3.17 derzeit. So. Jetzt klappt das nämlich. So. Und da tut ihr am besten immer die neueste Version rein, die ihr habt. Jetzt können wir eigentlich auch schon anfangen mit unserem Musikbot. Denn wir haben jetzt alles rein importiert. Und jetzt kann es losgehen mit dem großen, bösen Ding namens Musikbot. Machen wir erstmal ein bisschen was Standardmäßiges, um ihn zu konfigurieren, dass wir auch alle Audio annehmen können und spielen können. Jetzt rede ich gerade so voll weg vom Mikrofon, da hört man mich ja gar nicht mehr. Ja, wir definieren uns jetzt erstmal hier oben einen Public Audio Player Manager von Lava Player. Und den nennen wir einfach Audio Player Manager. Genau, jetzt werden wir hier irgendwo dazwischen, am besten bevor der Bot gebildet ist, unseren den Audio Player Manager initialisieren. Also this.audio player manager ist new. Und jetzt haben wir einen Default, nicht Chart Manager Builder, sondern Audio Player Manager. So. Nachdem der dann definiert ist, machen wir, sobald der Bot online ist hier, müssen wir das noch eintragen, also beziehungsweise uns hier registrieren, dass Lava Player auch weiß, unser Bot kann jetzt Musik abspielen. Und dafür gibt es die Audio Source Manager Klasse.
Managers mit S das. Punkt. Und jetzt brauchen wir Register Remote Sources. Und da tun wir jetzt den Audio Player Manager rein. Und was wir auch noch gleich machen können, da wir vorhaben, später einen Equalizer einzubauen, wo wir die Effekte bearbeiten können, tun wir das direkt, die Konfiguration ein bisschen umstellen. Dafür machen wir audioplayermanager.getConfiguration.setFilterHotSwap enabled und das auf True. So. Damit sind wir eigentlich in unserer Hauptklasse auch schon fertig. Viel mehr passiert hier jetzt nicht. Wir müssen später noch unseren Player Manager hier definieren, also nicht den Audio Player Manager, sondern unseren eigenen Player Manager. Ah, das kommt dann gleich noch. Ja, mal gucken. Jetzt müssen wir den Audio Player Send Handler implementieren. Ich würde sagen, wir machen jetzt als allererstes mal hier ein neues Package und tun alles, was mit Musik zu tun hat, in ein Musik Package. Und hier stellen wir jetzt eine neue Klasse, die wir eben Audio Player Send Handler nennen. Und der Implements Audio Send Handler macht. Machen wir an Implemented Methods einfügen. So. Jetzt haben wir hier zwei Methoden. Ganz oben definieren wir jetzt erstmal ein Private Final Audio Player. Wir nennen auf Audio Player. Klein. Und darunter machen wir ein Private Audio Frame. Und das nennen wir Last Frame. Jetzt sagt uns erstmal hier Fehler. Das ist kein Problem, weil wir jetzt hier einen Konstruktor machen, also Public Audio Player Send Handler. Jetzt hat er uns da zweimal Public reingetan. Und hier müssen wir jetzt den Audio Player übergeben. Audio Player. Mach hier this. Audio Player ist Audio Player. So. Und jetzt machen wir bei can provide last frame ist gleich audio player.provide. Und hier machen wir jetzt last frame nicht gleich null. Also was macht das? Der Bot fragt immer ab, ob er was Neues bekommt. Und dazu gibt eben der audioplayer.provide. Wenn da was drin ist, dann wird das in diesen Last Frame reingespeichert, der Audio Frame. Und zurückgeben tun wir entweder... Nein, wenn der Last Frame gesetzt ist, dann gibt es True zurück, weil es nicht null ist. Und wenn es null ist, also wenn es nicht gesetzt ist und wir also demnach keine Audio bekommen, gibt eben einfach null hier zurück und damit ist das false. Also can provide kann man ja auch einfach übersetzen, dass er eben da was bekommen kann. So, und jetzt brauchen wir hier noch dieses provide 20ms audio. Und das können wir alles in eine Zeile klatschen. Dafür machen wir jetzt return bytebuffer.wrap und jetzt hier last frame getData. Das war es eigentlich schon. Und jetzt machen wir noch eine kleine andere Methode dazu, nämlich die isOpus. Die überschreiben wir. Ups. Und da können wir das hier vorwegnehmen und sagen, true, es ist immer Opus. Das liegt am Lava Player, dass der einfach immer nur Opus unterstützt.
Genau. Puh, was machen wir als nächstes? Es ist so viel. Wir könnten jetzt fast als nächstes schon unseren Musikcontroller machen. Ja, machen wir einfach. Wir machen als nächstes unseren Musikcontroller. Machen eine neue Klasse. Musikcontroller. So, und da wird jetzt ein bisschen mehr drin stehen. Ihr habt euch ja drauf eingelassen. Das Tutorial wird etwas länger. Ich meine, ihr wisst ja, wenn ihr nicht gerade die Premiere guckt, schon, wie lang das Video wird. Machen wir jetzt erstmal eine Private Guild. Guild. Dann haben wir unsere Guild. Wir machen einen Private Audio Player. Da merkt ihr was, es kommt alles wieder. Das haben wir gerade übergeben, diesen Player. Den nennen wir jetzt aber New Player hier. Genau. Der Rest kommt später dazu. Ja, das ist gerade alles, ich muss immer noch überlegen. Ich habe das alles hier schon vorprogrammiert und habe das gerade neben mir nochmal stehen. Jetzt muss ich gucken, was wir wann machen. Also kann ich jetzt hier zum Beispiel noch nicht die Playlist einfügen, wenn wir noch gar keine Playlist haben. Public Musikcontroller. Und da, ups, wird die Guild übergeben. So. Das heißt, wir machen jetzt hier this.guild ist gleich guild. Ich habe es wieder mal heute mit meinen Tasten. this.player. So, jetzt definieren wir den Player. Den Audio-Player. Und dafür gehen wir jetzt in discord-tutorial.instance. Jetzt brauchen wir nämlich diesen Audio-Player-Manager. Und dann machen wir jetzt .createPlayer. Das heißt, der erzeugt uns jetzt einen neuen Player. Und da müssen wir gucken, dass es auch wirklich immer nur einer pro Guild ist, weil sonst würde es zu fetten Fehlern kommen. Deswegen werden wir das alles gleich auch so speichern hier, dass jede Guild einen Player hat und nicht mehrere. Brauchen wir nicht. So, jetzt kommt this.guild. Jetzt müssen wir dem auch quasi noch sagen, dass wir den Audio Player Send Händler da benutzen, um Musik zu senden. Und dafür machen wir jetzt hier getAudioManager.setSendingHändler. Jetzt new Audio Player Send Händler, den wir gerade definiert haben, und übergeben den Player. So. Jetzt können wir hier gleich noch den Player mal ein bisschen runtersetzen, also this.player. Hier haben wir jetzt verschiedene Methoden. Zum Beispiel könnten wir hier jetzt, rausbekommen, welche Track gerade spielt, die Musik, ob es gerade pausiert ist. Können auch dann neue Tracks abspielen später. Eben pausieren. Und jetzt wollen wir hier erstmal die Volume setzen, weil standardmäßig ist es immer auf 100. Und ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber ich kenne das eben, dass das meistens viel zu laut ist. Und deswegen sagen wir einfach mal, setzen wir die Volume auf 5 oder auf, sagen wir auf 10. Das ist dann noch ganz angenehm, wenn ihr den Bot standardmäßig auf 100% Lautstärke habt. Okay, jetzt ist er gerade nicht mehr da. Ist das dann nicht so schlimm, dass ihr keinen Ohrenkrebs bekommt, sagen wir es so rum. Genau, den Rest können wir alles noch nicht machen. Machen wir hier eine Methode getGuild, das wird Eek bekommen, und getPlayer. Den ganzen Rest können wir noch nicht machen, das kommt alles später. Genau, dann machen wir jetzt den Player Manager. Mal wieder eine neue Klasse. Wir müssen ja auch irgendwo speichern, welcher Musikcontroller hier zu welcher Guild gehört. Weil jetzt können wir zwar einen erstellen, aber der wird nicht gespeichert. Passiert noch nicht viel. Den wollen wir natürlich speichern, deswegen machen wir jetzt hier einen Player Manager. Und da drin kommt jetzt eine Public Concurrent Hash Map. Und da tun wir am besten mit der Long-ID der Guild den Musikcontroller einspeichern.
Und die nennen wir einfach Controller. Jetzt mal hier den Konstruktor wieder. This.controller is new concurrent hash map. Ups. Tut das gleich übernehmen. Hier darauf achten, dass da wieder die Klammern kleiner gleich, größer gleich und so sind. Mit Long Musik Controller und da hinten dran nochmal runde Klammern. Weil wir immer eine neue Instanz davon erstellen. So, und jetzt muss ich kurz überlegen, was brauchen wir davon? Wir brauchen das obere. Wir machen jetzt Public Musik Controller Get Controller. Und zwar mit der Guild-ID. Machen wir erstmal Musikcontroller MC. Nein, nicht Minecraft, sondern Musikcontroller ist es jetzt. Ist erstmal null. Machen Return MC. Damit hier kein Fehler mehr kommt. So, und jetzt testen wir, ob dieser Musikcontroller mit der zugehörigen Guild-ID hier in diesem Controller drin ist. Und wenn nicht, dann erstellen wir einen neuen. Und speichern ihn natürlich rein. Nicht vergessen, sonst kommt es zu sehr vielen Fehlern. If this.controller.containsKey Guild-ID. Da müsst ihr gucken, das wird euch nicht standardmäßig vorgeschlagen, weil hier Long als Klasse groß geschrieben ist. Wir hier Long aber als eine Art spezieller Typ benutzen. Und deswegen kann er euch das nicht automatisch vorschlagen, weil er da ein bisschen doof ist oder so, aber es geht auf jeden Fall. Und machen wir direkt ein Else. Machen wir erstmal, wenn es richtig ist, dann macht er this.controller.get Guild-ID. Dann haben wir den gesetzt, er wird zurückgegeben. Haben wir unseren wieder. Und wenn nicht, dann machen wir MC ist gleich New Musikcontroller. Und jetzt müssen wir uns die Guild wiederholen. Das heißt, wir machen discordtutorial.instance.shardman.getGuildById. So. Da könnten wir jetzt noch abfragen, ob er ob diese Guild nicht null ist, weil es wäre etwas doof, wenn wir dann null übergeben, dann kommt da auch nur Fehler. Aber normalerweise sollte die Methode hier nur aufgerufen werden, wenn es diese Guild auch wirklich gibt bei den Gilden von dem Discord-Bot. Haben wir hier this.controller.put Guild-ID unter MC. So, dann haben wir auch die Klasse schon wieder fertig. Jetzt müssen wir wieder ganz vorne hin. Genau, und machen jetzt hier drunter den Public Player Manager. Player Manager. Und den tun wir einfach. Ups, wo ist es jetzt? Da, direkt drunter. Definieren das Punkt. Player Manager ist new Player Manager. Jetzt müssen wir wieder gucken, was machen wir als nächstes. Das können wir später machen. Dann würde ich sagen, machen wir als allererstes mal den Play-Command, damit wir jetzt auch sehen, dass da wirklich was passiert. Das heißt, nein, wir machen am besten hier in der Musik ein neues Package mit Commands, damit wir das ein bisschen abtrennen. Mal jetzt hier den Play-Command. Der wird ganz normal wieder Implements Server-Command. Das heißt, wir brauchen hier wieder unser Command. Deswegen meinte ich auch vorhin, es wäre gut, wenn ihr die ersten 2-3 Folgen gesehen habt, dass ihr den schon implementiert habt. So. Und jetzt müssen wir als allererstes mal ja
tun wir es einfach mal aufteilen. Wir müssen ja den String quasi bekommen. Args ist message .get content display .split und dann hier einfach Leerzeichen wieder rein. Und jetzt testen wir if args.length größer als 1. Das heißt, wenn da mehr steht als nur Ausrufezeichen play oder wie auch immer euer Command ist, dann soll was passieren. Ansonsten machen wir hier else mbitbuilder Builder, den könnte man eigentlich oben definieren, müssen wir weniger machen. Fällt mir gerade so ein. Egal. Ist new mbitbuilder. Builder.setDescription. Dann haben wir jetzt einfach bitte benutze Ausrufezeichen play, beziehungsweise da solltet ihr dann halt euren Präfix hinschreiben und dann hier url search query oder was auch immer. Jetzt können wir dem noch eine schöne Farbe geben mit builder.setColor. Jetzt müssen wir nur gucken, da braucht der will eine java.avt.color. Und die gibt es standardmäßig nur in RGB. Und wir sind aber faul und wir würden gern Hex haben. Deswegen machen wir hier color.decode und geben hier unseren Hexcode ein. Ups. Und dafür gehen wir einfach mal hier auf Flat UI Color Picker. Nehmen uns ein Rot in Hex. Nehmen jetzt auch mal hier Scarlet, weil ich Scarlet schön finde. Fügen das hier ein. Dann haben wir so ein schönes Rot für. Du bist falsch, du hast Kacke gebaut. Ja. Und jetzt machen wir hier noch channel.sendMessage builder.build.queue. Genau, bevor wir hier weitermachen, dass wir es nicht dann am Schluss vergessen, tun wir jetzt erstmal dieses Command auch registrieren im Command Manager. Wir gehen hier runter, machen this.commands.put play new play command. Und rein theoretisch können wir jetzt schon ausprobieren, ob das hier funktioniert. Das heißt, wir starten mal kurz im Bot. Sehen, es kommt kein Fehler. So gut. Machen wir jetzt hier mal Ausrufezeichen play. Bitte benutze play URL search query. So, passt. Jetzt wollen wir hier mehrere Sachen checken. Zum einen müssen wir checken, ob der User jetzt gerade im Voice ist. Weil wenn er nicht im Voice ist, dann soll er das am besten auch nicht können. Dann in welchem Voice-Channel er ist, damit wir dann auch dem nachjoinen können. Und genau, fangen wir einfach damit an. Das heißt, wir machen jetzt hier ein gilt voice state. Das nennen wir state. Jetzt testen wir erstmal, ob er diesen state denn hat. Der kann nämlich, glaube ich, meines Wissens auch null sein. Dafür machen if zwei runde Klammern auf. State ist gleich m.getVoiceState. Und dann einmal nach rechts, mal hier nicht gleich null. Das werden wir jetzt gleich ein bisschen häufiger gebrauchen, diese Funktion, weil das, ja, lustiger ist. Da können wir direkt hinten dran machen, else, das habe ich da hingeschrieben. Sehr weit unten. Da. Genau, das kopieren wir uns hier einfach. Machen wir hier zum Beispiel Buch. Du bist wohl in keinem Voice-Channel. So. Das heißt, wenn wir jetzt play Hallo Welt machen,
Dann passiert gar nichts. Ach so, ja, weil ich in einem Voice-Channel bin. Gehe ich da einmal kurz raus. Dann nochmal Play. Hallo Welt. Dann mag er mich jetzt gar nicht mehr. Okay, egal, das machen wir gleich. Jetzt fangen wir erstmal hier an. Gehe ich wieder zurück. Die ganzen Zeilen. Genau, jetzt wollen wir den... Ah, ich weiß warum, weil ich bin gerade gemutet. Und damit habe ich einen Voice-State. Aber ich habe keinen Channel. Und darum geht es jetzt hauptsächlich. Deswegen machen wir jetzt hier einen Voice-Channel VC. Und dann machen wir dasselbe Schema nochmal. If VC ist gleich... VC ist gleich state.getChannel. Nicht gleich null. Und wenn das da else ist, dann soll genau dieser Fehler nochmal kommen. Und jetzt müsste es, wenn ich hier bitte Play Test. Genau, jetzt. Huch, du bist wohl in keinem Voice Channel. So. Dann machen wir jetzt weiter, indem wir uns unseren Musikcontroller holen. Weil jetzt sind wir in einem Channel. Wir haben diesen Channel. Wir wissen, wo wir rein wollen. Also kann es doch losgehen. Musikcontroller. Controller ist discordtutorial.instance.playermanager brauchen wir jetzt. Da jetzt getController. Und hiervon machen wir jetzt aber vc.get guild.getIDLong. So. Ja, ist recht lang, aber es funktioniert. Und jetzt holen wir uns ein paar Sachen davon raus. Und zwar erstmal den Audio Player. Und das ist nämlich der Controller.getPlayer. Und wir holen uns den Audio Player Manager. Den nennen wir jetzt einfach mal RPM, damit es ein bisschen kürzer ist. Und der ist ja die Hauptinstanz in unserem Disk, in unserem Hauptklasse gespeichert. Deswegen machen wir einfach discord.instance.audioplayermanager. So. Jetzt müssen wir als allererstes mal alles, was hinter unserem Präfix kam und dem Command, also hinter dem Ausrufezeichen Play, wollen wir als ein String haben, um dann zu gucken, ist es ein YouTube-URL, ist es eine andere URL, können wir das als Search Query benutzen. Genau, und dafür benutzen wir unseren String Builder wieder. Ja. String Builder, damit wir Bilder für Embed Builder benutzen können. Das ist ein New String Builder. Und da machen wir jetzt eine Vorschleife. Int i gleich 1, weil wir bei 1 anfangen wollen. Weil Ausrufezeichen Player 0 ist. I kleiner args.length und i plus plus plus. Und dann hier einfach String Builder. append args i plus Leerzeichen. So. Jetzt brauchen wir noch den, das können wir mal hier drüber machen, den Audio Manager. Den haben wir bei vc.get guild.get Audio Manager. Und was brauchen wir noch? Nichts. Machen wir hier manager.open Audio Connection. VC. Das heißt, wenn er in keinem Voice-Channel ist, dann wird er in diesen Voice-Channel connecten. Wenn er schon in einem ist, dann wird er auf diesen Voice-Channel connecten. Das kann er nicht machen. So, dann machen wir jetzt eine String-URL. Und das ist unser String-Builder. Nein, unser
Bilder. Punkt toString. Das Ganze noch trimmen, damit vorne und hinten Leerzeichen entfernt werden. Und jetzt müssen wir etwas testen. Denn wir haben, also das kommt, liegt daran, wie JDA, der Lava Player die Input Strings handelt. Wir können nämlich zum einen eine URL eingeben oder wir können ein Schlagwort eingeben oder ein Schlagwörter. Da müssen wir aber vorher noch was hinschreiben, nämlich zum Beispiel YouTube Search. Wir werden es jetzt einfach mal nur über YouTube machen. Ich weiß nicht, ob es eventuell da auch andere Searches gibt. Wahrscheinlich. Ich meine, er unterstützt auch Soundcloud und alles. Aber wir benutzen jetzt erstmal nur YouTube. Und deswegen müssen wir jetzt machen if not url.starts with einfach mal http. Das könnte S sein, ist eigentlich egal. Dann wollen wir jetzt hier vor die URL noch ein yt search Doppelpunkt Leerzeichen machen. Und noch hier plus URL. So. Das heißt, wenn wir da jetzt irgendein Schlagwort eingeben auf YouTube, das wir suchen wollen, dann sieht er, okay, es ist kein Link. Dann müssen wir hier YouTube Search dazu packen, damit er uns auf YouTube das raussucht. So, und jetzt müssen wir noch, damit wir das gleich benutzen können, weil der da nur Finals mag, einen Final String, nehmen wir jetzt mal URI, ist gleich URL. Und jetzt kommt der große Spaß, wo alles losgeht. Jetzt brauchen wir den Audio Player Manager. LoadItem. In diesem String Identifier müssen wir jetzt die URI eintragen. Und hier brauchen wir jetzt einen neuen Audio Load Result Handler. Den könnten wir in eine eigene Klasse machen. Aber an sich ist es egal, deswegen tun wir jetzt einfach mal hier machen. Vielleicht tun wir dann später noch eine eigene Klasse, damit wir da ein bisschen mehr Platz haben. So. Und da hinten dran nicht vergessen, das Semikolon zu machen. So, und hier kommt jetzt nämlich, gibt es jetzt drei, ich kann auch schon nicht mehr zählen, vier Methoden. Track loaded, Playlist loaded, no matches und load failed. Load failed ist einfach, wenn das nicht laden kann, zum Beispiel wegen Copyright Claim. No matches ist, wenn wir hier was suchen oder auch mit einer URL und da einfach nichts bei rauskommt, kein Video oder kein Song, dann kommt da no matches. Track loaded kommt eben, wenn ich einen Track, also ein einzelnes Video geladen habe, und Playlist loaded, wenn man eine ganze Playlist lädt. Also mehrere Tracks. So. Wir fangen an. Jetzt muss ich überlegen, weil ich habe das alles mit der Playlist gemacht. Also wir werden spätestens, wenn wir es auf die Playlist ausweiten, das alles in eine andere Klasse packen. Ich würde sagen, das machen wir einfach jetzt schon, weil sonst wird das später echt viel. Das heißt, wir machen hier eine neue Klasse. Audio Load Result. Aber wir können ihn jetzt nicht Händler nennen, weil so heißt das Ding ja schon. Listener. Eigentlich ist das doof, das ist ein Händler. Lassen wir einfach Audio Load Result. Und das dann extends Audio Load. Das ist ein Interface wahrscheinlich, oder? Implements Audio Load Result Händler, genau. Speichern, add an Methods. Haben wir das hier drin. War auch doof, weil dann okay, ich weiß, wie wir es machen. Machen wir hier noch ein private final string
Uri. Und ein Body Salt Händler. String Uri. Was klingelt denn da? Bei mir ist es nicht. Können wir das Ganze hier wieder rauslöschen. Dann machen wir hier New Audio Load Result und übergeben die URI. Eigentlich können wir da sogar jetzt direkt die URL übergeben. Dann haben wir den Player hier auch noch gar nicht gebraucht. Ich glaube, wir sollten dann auch direkt den Musikcontroller übergeben. Bei dem brauchen wir hier gleich noch. Private Final Musikcontroller Controller. Dispo Controller. Und hier dann. Na, den brauchen wir jetzt nicht. Da können wir ganz viel raushauen wieder. So, und dann sind wir hier drin. Und jetzt schauen wir bei Track Loaded. Brauchen wir jetzt eigentlich noch nicht so viel, weil eigentlich wollen wir nur den Track jetzt erstmal abspielen. Dann machen wir einfach mal Controller.getPlayer. Punkt Play Track Track. Und wenn wir eine Playlist laden, ja, die Playlist machen wir später. Für No Matches haben wir jetzt den Channel. Den Channel haben wir jetzt gerade mal. Okay, das habe ich eh anders gemacht. Das gucke ich gerade mal nach. Wie habe ich das da gemacht? No Matches bitte. Das machen wir später. Da gibt es jetzt einfach noch keinen Teil. Wir wollen jetzt erstmal testen, ob das denn so klappt. Das heißt, wir werden jetzt nochmal exiten, damit er das alles auch laden kann. Haben wir alles richtig so? Ich glaube schon. Neu starten. Jetzt werden wir erstmal hier eine URL eingeben. YouTube, ich habe keine Ahnung. Lalalala. Keine Songs. Da ist irgendein Lied. Ich werde auf jeden Fall Copyright geklemmt dafür jetzt dann. Juhu. Play that. Bot ist bei uns drin. Und fängt an, das Lied abzuspielen. Drin, danke. So. Wir haben nämlich noch kein Stop-Command. Das wäre dann wohl jetzt erstmal das nächste. Da lassen wir uns mal nebenbei offen. Machen wir erstmal einen Stop-Command. Der ist nämlich recht einfach. Ja, okay. Für den Stop-Command machen wir Implements Server Command wieder. Das ist ja wieder ein Command. Und werden dann hier jetzt ein bisschen was uns klauen gehen. Beim Play Command. Nämlich genau das hier alles. Bis zum Controller. Brauchen wir mehr. Den Manager brauchen wir eigentlich noch. Na, dann tun wir es auf einmal hier so klauen und tun dann den Audio Player Manager raus, weil den brauchen wir nicht mehr. Den da tun wir raus. So, und jetzt tun wir hier noch die ganzen Klammern wieder zumachen. So. Der rauste Import. Ups, das war nicht zu viel. Und jetzt machen wir hier den Player brauchen wir noch, habe ich gesagt.
Audio Player. Player ist Controller. Get Player. Player. Stop Track. Und Manager. Hilfe. Komm. Ich schaff das noch. Punkt Close Audio Connection. Und weil wir so cool sind, machen wir noch eine Reaction. Dann Message. Add Reaction. Und dafür nehmen wir jetzt auch mal die U plus 1 F 44 C. Das müsste die OK-Hand sein. Punkt Q. Das tun wir jetzt hier. In den Command Manager. Hier Stop. Stop Command. Mal exiten. Mal neu starten. Mal hier nochmal Play. Hier drin. Mal Stop. Bam, ist er wieder weg. Und reagiert mit OK. So, das heißt, wir haben jetzt schon mal quasi unseren ersten Musikbot. Wir können jetzt auch nochmal gucken. Play, was gibt's denn gerade so? Kata Layer zum Beispiel, ob er jetzt auch Sachen nimmt. Und da spielt er uns jetzt nichts. Da findet er gerade nichts. Haben wir einen Fehler bekommen? Keinen Fehler bekommen. Search Queries und Ausgabe, welches Lied er gerade spielt, gucken wir dann im nächsten Video mal. Auch, dass er dann direkt wieder disconnected, wenn da kein Song gespielt werden kann oder an sich nichts spielt. Aber ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal für dieses Video, weil das jetzt echt schon super lang war. Und ja, wir hatten zwar gesagt, wir machen lange, aber ja, okay. Das heißt, ich würde sagen, bis nächste Woche. Und nächste Woche gibt es dann viele weitere Commands und eventuell sogar das komplette Q-System schon. Bis dann, tschüss.